Wir erleben ja heute im Verlauf dieser Debatte einmal mehr ein klassisches Beispiel dafür, wie sich eine Bundesregierung, die in den letzten, gut zwei Jahren in etwa, wie sich diese Bundesregierung, die sich im Grunde genommen aufgeführt hat wie der berühmte Bock im Garten, nämlich im wirtschaftspolitischen und im finanzpolitischen Garten, weil es viele Dinge gibt, die man besser machen hätte können, weil viele Teile dieser Krise hausgemacht sind, die sich wie ein Bock aufgeführt hat und sich heute hierher stellt und in salbungsvollen Worten versucht, sich zum Gärtner zu machen. Es ist ein klassisches Beispiel dieses versuchten Wandels, eine Sache völlig umzudrehen. Es ist heute von einer Feuerwehr gesprochen worden, die da sozusagen zu einem Einsatzort ausrückt in Österreich, aber ich habe den Verdacht, eben wenn man sich die Beiträge dieser rot-schwarzen Bundesregierung in den letzten beiden Jahren anschaut, und da zähle ich auch die Nichtbeiträge dazu, dass hinten oben am Mannschaftswagen auch viele Brandstifter, nämlich in Rot und Schwarz, sitzen und dass sie jetzt ausfahren, um einen Brand zu löschen, für den sie wesentlich mitverantwortlich sind. Meine Damen und Herren, ich sage, Sie rede deshalb von einem Bock, den Sie da geschossen haben in vielen Bereichen, weil Sie überall dort gezaudert haben, gezögert haben und geschlafen haben, wo wir Freiheitliche gesagt haben, Sie hätten handeln sollen. Ich nenne nur ein paar Stichworte. Nehmen wir her, Entlastung, große Steuerreform, Ankurbelung der Binnenkaufkraft, überhaupt nichts ist passiert, im Gegenteil, Sie haben alle als unverantwortlich geschimpft, die das seit Jahren einfordern und sagen, Sie dürfen doch nicht so naiv sein und glauben, dass diese Schönwetterphase der Konjunktur bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag anhält. Sie waren verantwortungslos und nicht jene, die das eingefordert haben, meine Damen und Herren. Und Sie schlafen weiter, weil Sie wissen, dass die Arbeitslosigkeit sich weiter massiv steigern wird. Nichts von einem Zuwanderungsstopp, im Gegenteil, da will man die Grenzen aufreißen. Verantwortungslos, was Sie auch in dieser Phase aufführen, meine Damen und Herren von Rot und Schwarz. Und ich rede gar nicht davon, dass Sie in Ihrer Verantwortung, wo Sie wissen, dass die Menschen hinten und vorne kein Geld mehr in der Tasche haben und sich die notwendigsten Dinge im Leben nicht mehr leisten können, Ja sagen zu einer massiven Erhöhung bei den Strom- und Gaspreisen, und das sozusagen das vorweihnachtliche Geschenk an die Pensionisten, Alleinerzieher und an die Leute, die schon jetzt kein Geld mehr haben, von ihrer Seite ist. Das ist verantwortungslos und deswegen sage ich, sind Sie die Böcke in dieser Wirtschafts- und Finanzsituation. Und Sie sind das auch deshalb, meine Damen und Herren, weil Sie überall umgekehrt dort Gas gegeben haben, wo es gar nicht schnell genug hat gehen können, wo Sie draufgedrückt haben, wo Sie hätten bremsen sollen und wo Sie behutsam hätten vorgehen müssen. Und da sage ich Ihnen nur, da gibt es ein Stichwort dafür, das ist Ihr blindwütiger neoliberaler Kurs. Und da bin ich jetzt schon bei den Damen und Herren, insbesondere der ÖVP, die sich ja so gern auf die Brust klopft, wie wir alle wissen, und ihre Wirtschaftskompetenz bei jeder Gelegenheit herausstreicht. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren von der ÖVP, ganz inständig, also auch um der Wahrheit willen, würde ich einmal sagen, dass Sie mit diesem Begriff der Wirtschaftskompetenz entweder in Zukunft sehr, sehr viel vorsichtiger umgehen, zurückhaltender umgehen, oder dass Sie zumindest dazu sagen, welche Wirtschaft Sie meinen, für die Sie sich als kompetent erachten. Weil die Wirtschaft, die Sie meinen, das ist genau das, was wir in den letzten Jahren schon seit längerer Zeit als klassischen neoliberalen Irrweg erkennen müssen und an dem Sie aber dogmatisch und stur festhalten, wie es der Vatikan in bestimmten Bereichen nicht besser machen könnte, wenn es um die Verteidigung von Glaubensdogmen geht. Meine Damen und Herren, und da komme ich auch zur SPÖ. Die SPÖ war ja da überall mit dabei, ganz kann man sie da nicht aus der Schuld herauslassen. Und ich freue mich zwar, wenn der Herr Klubobmann Chapp, ganz am Beginn der Debatte den Herrn Grasser als Symbolfigur hingestellt hat. Das ist schon richtig, aber dem Herrn Grasser muss man auch eines zugute halten. Er hat sich nämlich offen zu dieser Ideologie bekannt. Sie machen es unter der roten Tuchend. Sie sind nämlich genauso. Sie sind genauso neoliberal und sitzen diesem Ungeist genauso auf, wie es Ihre Koalitionskollegen, mit denen Sie ja bald wieder im Koalitionsbett liegen werden, tun. Denn wenn Sie Volksvermögen verscherbeln, wenn uns nicht einmal mehr die Straßenbahngarnituren gehören im absolut rot regierten Wien, mit denen wir täglich hin und her fahren, wenn die Donaukraftwerke uns nicht mehr gehören, wenn Stromnetze nach Amerika verscherbelt worden sind, da kann man Ihnen nur gratulieren, wenn Sie jetzt zu der Einsicht kommen, dass es eigentlich besser wäre, wenn die öffentliche Hand sozusagen den Schutzmantel über dieses Vermögen drüber halten würde. Glaubwürdig, meine Damen und Herren, ist das alles nicht. Und jetzt komme ich, meine Damen und Herren, weil es auch darum geht, dass man jetzt nicht falsch weitermacht in diesen Bereichen. Wenn die wirtschaftliche Lage eine schlechte ist, weiter, wie Sie es bisher getan haben, Volksvermögen munter verscherbelt zu einem Entschließungsantrag, der uns wenigstens die ohnehin angeschlagene Auer retten soll, damit man nämlich jetzt diesen Irrweg weitermacht und weiter unter Wert Volksvermögen verschleudert. Stelle daher folgenden Entschließungsantrag der Abgeordneten Kickelhofer und weiterer Abgeordneter, der Nationalrat wolle beschließen,
Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Privatisierungsbestrebungen der Austrian Airlines so lange auszusetzen, bis sichergestellt werden kann, dass ein dem Wert des Unternehmens adäquater Privatisierungserlös erzielt werden kann.